Gut, da starten wir mal. Ich habe mir aufgeschrieben, 862 Spiele in der NHL-Karriere und 314 in der deutschen Eishockey-Liga. 118 Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft. Das ist allerhand. Wenn du jetzt so durch deine Karriere streifst gedanklich ab und zu, wenn du abends im Bett liegst, was ist da hängen geblieben? Mache ich eher selten, glaube ich, dass ich jetzt abends im Bett liege und ich die Zeit streife. Aber natürlich habe ich viele tolle Erinnerungen und ich glaube in 19 Profijahren waren es irgendwie dann letztendlich über 1500 Spiele und das ist natürlich schon eine Menge und letztendlich bin ich stolz auf meine Karriere, auf die Zeit, aber ich habe einfach super viel erlebt und natürlich die Highlights, klar, ich glaube, die meisten Leute wissen Olympia 2018, die Silbermedaille, da ist Eishockey ja auch mal in aller Munde gewesen, für kurze Zeit zumindest. Das war natürlich ein absolutes Highlight und für mich wahrscheinlich die größte Ehre, dass ich die Fahne dann, die deutsche Fahne bei der Abschlussfeier tragen durfte. Das ist ja so ein bisschen was wo alle Sportler sagen, wow. Ja, also ich weiß nicht, ob man eine größere Ehre bekommen kann, das Team Deutschland dann vertreten zu dürfen als Fahnenträger. Und das war natürlich für mich auch zum Karriereabschluss nochmal ein Riesenhighlight. Dann natürlich Deutscher Meister 2003 mit Krefeld. Ich habe mit 6 Jahren in Krefeld mit dem Eishockey angefangen, bin die ganzen Nachwuchsmannschaften durchlaufen. Und dann nach 52 Jahren die Meisterschaft mit Krefeld feiern zu dürfen, das war einfach hoch emotional. Ich muss aber auch sagen, ich war 20 damals und gerade am Anfang meiner Karriere und gewinne eine Meisterschaft und dann denkt man, ah, so kann es weitergehen natürlich. Ne? Und letztendlich war das aber dann meine einzige Meisterschaft, die ich in der ganzen Zeit geholt habe. Der bitterste Moment, aber rückblickend auch einer der tollsten Zeiten. 2011 bin ich mit dem Vancouver Canucks bis ins Stanley Cup Finale gekommen und habe dann zu Hause in Spiel 7, also knapper kann man nicht drankommen, den Pokal eben nicht geholt. Beim Stanley Cup gibt es keine Silbermedaille. Wie war das 7. Spiel damals? Das haben wir, ich weiß gar nicht, was war, 4-0 oder 4-1. Okay. Das war auch nicht sehr knapp, aber das haben wir klar verloren. Und das war natürlich wahrscheinlich der bitterste Moment meiner Karriere, weil ich eben danach auch nicht nochmal die Chance hatte, den Cup zu gewinnen. Und das war letztendlich mein größtes Ziel für jeden Eishockeyspieler wahrscheinlich, den erstmal natürlich in die NHL zu kommen, aber dann möchtest du den Stanley Cup gewinnen und das habe ich leider. Spielt das heute manchmal tatsächlich nochmal so in Gedanken eine Rolle irgendwie oder ist das jetzt ganz weit weg? Ehrlicherweise habe ich das ganz gut verdrängt, muss ich sagen. Da ist man ja als Sportler auch ganz gut und man muss ja auch nach vorne schauen nach solchen Niederlagen. Man darf sich da nicht mit zu lange aufhalten. Und das habe ich auch irgendwo in die Schublade getan. Wo ich wirklich öfters noch dran denke, ist eher dann das Finale bei Olympia, weil wir führen eine Minute vor Schluss oder 2 Minuten vor Schluss und haben noch eigene Überzahl und schaffen es nicht, das Spiel über die Runden zu bringen, kriegen den Ausgleich und in der Verlängerung dann durch eine einfache Strafe dann bei Unterzahl schießen die Russen halt das Siegtor und das war schon bitter. Ich meine, das war immer noch der größte Erfolg im deutschen Eishockey aller Zeiten, aber es hätte halt trotzdem eine Goldmedaille sein können. Wahnsinn eigentlich, ne? Ja. Für die deutsche Eishockey-Nation. Und da denke ich eher dran zurück. Aber sonst auch noch super, für mich auch mit die schönste Zeit, die ich in meiner gesamten Karriere hatte, war der Lockout 2013, genau, 13, ja. Wo ich hier nochmal für Krefeld spielen konnte und es eine super geile Zeit war, wir, glaube ich, den Rekord von 7 hintereinander damals. Da gehen wir gleich nochmal drauf. Da kommst du nochmal zurück, da komme ich nochmal drauf zurück. Zurück nach Deutschland, wo ich mich noch erinnere, da war auch die Diskussion, kommt ihr nochmal zurück nach Krefeld, wenn ich mich recht erinnere, wie war das aus deiner Erinnerung? Wie war das aus meiner Erinnerung? Ja, ich habe mich damals halt, das muss ich sagen, das würde ich jungen Spielern nicht mehr empfehlen.
Ich habe eigentlich viele meiner oder fast alle meiner Entscheidungen, die ich mit Vereins habe, ich wollte unbedingt nochmal eine Meisterschaft gewinnen. Und das habe ich damals in der NHL schon probiert. Aber das würde ich Spielern heutzutage, das würde ich denen nicht mehr raten, sondern such dir den für dich besten Fit aus. Und mit der Meisterschaft, das passiert, das entwickelt sich vielleicht. Aber man kann dem nicht hinterherrennen. Ja. Das funktioniert. Das hast du ja leider nicht festgestellt, oder? Auch da, genau. Ja. Das war auch primär eine der Entscheidungen. Ich wollte noch mal eine Meisterschaft gewinnen und habe da eine sehr gute Chance gesehen. Und das war dann alles andere als so. Und sicherlich heute betrachtet eine Entscheidung, die ich anders getroffen hätte, wenn ich sie noch mal treffen würde. Aber was hättest du gemacht? Heute, wenn ich das nochmal entscheiden würde, wäre ich sicherlich nach Krefeld zurückgegangen, auch mit dem Hintergrund, weil mein Ziel war schon, meine Karriere in Krefeld zu beenden. Also das war mein Wunsch und mein Traum und ich hatte gedacht, dass ich noch länger Eishockey spielen würde, als nur die 2 Jahre, die ich dann letztendlich gespielt hatte. Ich hatte ja damals auch einen 3-Jahres-Vertrag in Köln unterschrieben, aber ich habe dann einfach gemerkt, dass für mich die Zeit vorbei ist, dass der Kopf sagt, nee, nicht mehr weiter. Und es war auch die richtige Entscheidung dann, aber deswegen der eine, sag ich mal, vielleicht Wermutstropfen für mich ist oder dieses Einzige, was ich bereue, dass ich hätte schon gerne in Krefeld meine Karriere beendet. Was hat die Nationalmannschaft für dich bedeutet? Sehr viel. Also das war immer ein Highlight für mich, in der Nationalmannschaft zu spielen. Ich war stolz, mein Land vertreten zu dürfen und wir hatten immer sehr viel Spaß. Und dieser Kern, sag ich mal, von den Jungs, die so um mein Alter rum waren, wir waren ja dann nachher auch schon sehr lange Zeit wirklich zusammen. Ja. Und das hat uns dann auch geholfen, wirklich als Team damals in Pyeongchang aufzutreten. So, wenn man nochmal nach Krefeld schaut, Christian Ehrhoff lebt hier. Da kommt man ja schnell mal auf die Idee, Christian Ehrhoff könnte mit seinem Gesicht und seinen Kontakten vielleicht auch für den Verein nochmal was machen. Kommt sowas für dich in Frage oder verfolgst du ganz andere Ziele? Kannst du dir vorstellen, im Eishockey nochmal richtig einzutauchen? Eben nicht auf dem Eis, sondern nochmal rum. Im Moment kann ich es mir nicht vorstellen. Langfristig vielleicht kommt das nochmal zurück, aber im Moment bin ich zeitlich gut ausgelastet. Ich habe mein Gesundheitszentrum in Moers, wo ich viel Zeit investiere, vielleicht ein bisschen mehr Zeit als erwartet mit den Schwierigkeiten, die jetzt in den letzten Jahren durch Pandemie und jetzt durch Energiekrise und so weiter kommen und da waren. Und dann muss ich sagen, der größte Luxus für mich ist Zeit. Und diese Zeit verbringe ich im Moment sehr gerne mit meinen Kindern, weil das ist auch endlich die Zeit, die die jetzt noch mit mir verbringen wollen, sagen wir es mal, wie es ist. Und die ich dann bei deren Hobbys, sei es Reiten, Golf, Tennis, verbringen kann. Und deswegen nutze ich gern die Zeit und verbringe die noch mit meinen Kindern, weil in 10 Jahren sind die dann vielleicht auch aus dem Haus und die Zeit gibt mir keiner zurück. Ja. Ja. Wir haben jetzt viel über Trainer gesprochen, was war denn sein, und natürlich auch okay, Marco, der natürlich einen Einfluss vielleicht hatte, aber mit welchem Spieler sagst du, warst du zu dem, wo du auch noch aufgeschaut hast, der vielleicht dir in der Karriere deiner NHL über den Weg gelaufen ist? Als erstes würde ich sagen, hier hatte ich mit Daryl Shannon ja in meiner letzten Saison in Krefeld einen Verteidigungspartner, der sehr viel Erfahrung hatte, der viel in der NHL gespielt hat, der ganz nebenbei auch noch ein super Typ war. Mit dem hatte ich natürlich ein Riesenglück, dass ich mit ihm zusammengespielt habe. Er konnte mir schon viel aus seinen Erfahrungen weitergeben. Dann natürlich Marco Sturm, als ich nach San Jose gekommen bin. Marco war jetzt auch noch ein junger Spieler, aber er hat schon einige Jahre in San Jose gespielt. Und das ist natürlich eine immens große Hilfe, wenn du in ein neues Land kommst und
sei nur ein Telefon dir besorgen willst und oder eine Kreditkarte. Das waren alles so Sachen, wo er mir natürlich am Anfang viel geholfen hat und diesen Übergang viel einfacher gemacht hat. Und dann muss ich sagen, ich habe natürlich ein großes Glück gehabt. Ich habe wahrscheinlich mit einem Großteil der wirklichen Top-Spieler, die jetzt in den nächsten Jahren in die Hall of Fame kommen werden, mit denen habe ich zusammengespielt. Sei es die Sedin-Zwillinge, Joe Thornton, Sidney Crosby, Malkin, also Ance Kopitar, Taves, Kane, da sind ja wirklich die Top-Spieler jetzt meiner Generation, mit all denen habe ich zusammengespielt und das ist natürlich auch ganz cool. Das ist schon cool. Ja. Wie Ernährung, Stichwort Ernährung, wie hast du da so während deiner Karriere und wie hast du das jetzt auch in dein normales Privatleben? Ja, ich war vielleicht immer ein bisschen extrem, weil ich habe zum Beispiel, 2016 habe ich aufgehört mit Fleisch zu essen. Also okay. Ich habe mich dann sehr viel mit dem Thema beschäftigt, sei es Recovery und auch langfristige Gesundheit. Also wir alle sollten ja weniger Fleisch essen, ist ja mittlerweile, weiß jeder. Weniger Entzündungen. Ja, genau. Kuhmilchprodukte sind ja auch nicht so gut. Was trinkst du im Gegensatz, was die Werbung uns erzählt? ja, ich trinke zum Beispiel im Kaffee trinke ich Hafermilch, ja. Kann man auch sehr schön aufschäumen. Ja. Im Müsli habe ich Reis- und Mandelmilch, damit mache ich mein Oatmeal. Also da gibt es ja wirklich gute Alternativen heutzutage. Und wie gesagt, damals habe ich mich damit beschäftigt und dann den Entschluss gefasst, dass ich dann kein Fleisch mehr esse und habe das bis heute oder ziehe das heute immer noch durch. Und hat dir richtig gut getan? Kein Fleisch mehr, merkst du das? Hast du einen Unterschied gemerkt? Ja, ich habe es von der Recovery, also von der Erholung her gemerkt und ich muss sagen, für mich persönlich, ich brauche, also ich habe nicht keinen Heißhunger irgendwie auf Fleisch oder so und es gibt genügend Alternativen. Und wenn du, wie hältst du dich heute fit? So? Wie sieht Training heute aus? Heute mache ich ein bisschen mehr Yoga. Also das habe ich auch schon gegen Ende meiner Karriere angefangen. Und das hat ja nicht nur einen körperlichen, sondern auch einen mentalen Aspekt, der, wie ich finde, einem sehr gut tut. Und ab und zu mache ich auch noch Krafttraining. Aber leider auch, muss ich sagen, zu wenig und zu unregelmäßig. Aber ich würde sagen, ich bin immer noch ganz, ganz okay fit. Und meine neue Leidenschaft ist ja Golf. Ich spiele halt sehr viel Golf und da investiere ich halt auch sehr viel Zeit. Und auf dem Eis gar nicht mehr? Gar nicht mehr. Ich meine, die letzten zwei Jahre durch die Corona-Pandemie war es ja sowieso sehr eingeschränkt für Hobby-Sportler, aber ich ehrlicherweise sehe ich mich jetzt auch nicht in der Hobbyliga. Und ich glaube, im Januar habe ich nochmal für so ein Charity-Eishockeyspiel zugesagt. Da werde ich dann ein, zweimal vorher werde ich dann noch aufs Eis gehen. Aber ansonsten reicht. Kein Eishockey. Auch wenn du auf dem Eis gestanden. Super. Ich glaube, das war ganz interessant, oder? Haben wir ein bisschen was erfahren aus deinem Leben. Freut mich sehr. Hat sich gelohnt. Ich habe schon eine Frage. Auf jeden Fall. Wenn wir über junge Sportler reden, ist heute in Krefeld auch noch das Umfeld, dass man so ja, die Basis hier in der Jugendarbeit hat, um vielleicht mit der eigenen Power auch so weit nach vorne zu kommen? Oder ist das nicht mehr so wie Anfang der 90er Jahre, hatte auch damals Schulfreunde, die hier im Umfeld gespielt haben, das war sehr professionell alles. Wie wird das heute oder wie beurteilt man das heute? Ich denke, Krefeld ist immer noch eine gute Anlaufstelle, aber sicherlich, ich glaube damals, wir waren Nummer 1 in Deutschland im Nachwuchs. Also mein Jahrgang, wir haben von 6 bis 12 haben wir, glaube ich, kein einziges Spiel damals verloren. Und
Mittlerweile da sind ein paar Mannschaften, die wirklich die vor Krefeld sind, aber trotzdem ist Krefeld immer noch eine gute Anlaufstelle. Mhm. Je älter man wird, ist dann eine andere Frage, ob man dann irgendwo eine andere Option braucht. Aber dafür bin ich auch nicht mehr nah genug dran. Aber vielleicht noch ein Punkt. Vielleicht zu Finanzen sollte man auch noch was sagen. Das haben wir ja mal angefangen, aber da muss man jungen Spielern auf jeden Fall raten, hört auf die richtigen Leute. Ich meine, wenn man einen Boris Becker oder so sieht, der hat einen Haufen... Nicht so gut gelaufen. Schlecht gelaufen, würde ich sogar sagen. wo er heute sitzt, ja, also sehr schlecht. Aber der hat halt die falschen Berater gehabt, die mit super tollen Ideen auf einen zugekommen sind. Und das ist, glaube ich, auch das große Problem, was man dann hat, wenn man in jungen Jahren schon viel Geld verdient, dass immer sehr viele Leute kommen und gute Ideen für einen hat, was man mit dem Geld machen muss. Und da muss man eigentlich auch das deutsche Schulsystem kritisieren, weil im deutschen Schulsystem wird den jungen Leuten eigentlich nicht vernünftig beigebracht, was man mit dem Geld macht oder wie man Geld investiert, was es für Möglichkeiten gibt, wie das überhaupt alles aufgebaut ist. Und dann ist es klar, dass viele, die, man muss wieder sagen, viele Fußballer, die dann schon in wirklich jungen Jahren sehr viel Geld verdienen, dann nicht damit umgehen können. Und da habe ich erstmal natürlich habe ich auch gute Berater gehabt, aber persönlich, ich habe mich auch selbst damit beschäftigt und ich mache das jetzt nicht unbedingt selber, aber ich weiß, warum die Leute, die das machen, warum die das machen und das ist schon mal ganz gut, dass man ja, vertraue nicht den falschen Leuten und spring auf jede tolle Idee an, die mir herangetragen ist. Ist das so beim Eishockey, jetzt doch nochmal eine Frage stellen darf, mit der Beratung, wie man das auch im Fußball kennt, man hat einen Berater oder ein Beraterbüro, die sich dann so die ganze Karriere darum kümmern, oder wie war das bei dir? Hast du dich da, hat das ständig gewechselt? Also ich hatte für Europa, für Deutschland hatte ich einen Agenten, das ging dann, glaube ich, mit 17 an und mit dem bin ich heute noch freundschaftlich ja, zusammen, also er braucht mich jetzt nicht mehr vertreten, aber ich habe den gleichen Agenten durch die ganze Zeit gehabt und in Amerika hatte ich auch dieselbe Gruppe von Anfang an bis zum Schluss meiner Karriere, also ich war jetzt keiner, der da ständig gewechselt hat, sondern ich hatte wirklich den gleichen Agenten. Du bist ganz gut damit gefahren. Ich bin damit gut gefahren, ja. Ich habe mich gut vertreten gefühlt und wo war der beste Vertrag, den du abgeschlossen hast? Mein bester Vertrag war in Buffalo. Also ganz klar. Ganz klar. Und da darf man auch vielleicht nochmal fragen, aber du musst jetzt auch nicht sagen, aber wie hast du dann dein Geld, sag ich mal, sinnvoll angelegt? In Immobilien oder? Ja, diversifizieren sollte man ja, also nicht alles in einen Korb legen, aber natürlich, ich habe einen Großteil in Immobilien, ja. Aber auch in ja, Blue-Chip-Aktien, die Rendite bringen und wo das gute Firmen sind, die auch in den Krisen weiter die Rendite zahlen. Ja. Schließen wir mit dem Geld. Ja, herzlichen Dank. Sehr gerne. Hat mich sehr gefreut. Ich fange vielleicht mal damit so an. Was würdest du jetzt jungen Spielern raten, die jetzt gerade im Nachwuchs hier in Krefeld spielen? Worauf kommt es an? Was ist das Wichtigste in der Karriereplanung, wenn man vorhat, es in die DEL oder noch weiter zu schaffen? Was ist das Wichtigste, worauf man achten muss? Also das Wichtigste ist, dass man an sich selber glaubt und seinen Traum verfolgt und sich nicht von Neinsagern abbringen lässt, sondern einfach an seinem Ziel arbeitet. Und das ist der zweite Tipp, hart zu arbeiten. Ohne harte Arbeit ja,
Sacrifices zu machen, wird es nicht gehen. Also man muss auch auf Sachen verzichten, um alles möglich in seinen Traum zu legen. So in 3 bis 5 Sätzen, was verbindest du selber mit Krefeld, als du hier gespielt hast, allgemein dein Take zu Krefeld und Eishockey? Ja, für mich ist Krefeld und das Krefelder Eishockey ganz, ganz fest in meinem Herzen. Hier habe ich begonnen mit dem Eishockey. Hier bin ich groß geworden, habe hier tolle Zeiten erlebt und Krefeld und Eishockey gehört zusammen. Dann bist du ja nach der Meisterschaft nach Amerika gegangen. Was war so der größte Kulturschock, sage ich mal? Du kommst aus Deutschland nach Amerika und bist von jetzt auf gleich so auf dich alleine gestellt und spielst jetzt drüben. Ich muss sagen, ich hatte eigentlich keinen großen Kulturschock. Mich hat oder ich habe es eigentlich so angetroffen wie erwartet und war recht gut vorbereitet. Wenn ich heute aber nach Amerika gehe, dann was mir immer wieder auffällt, ist eigentlich die Offenheit der Leute. Wenn man da in den Laden geht, dann wird man noch gefragt, ob man Hilfe braucht. Und hier in Deutschland ist mir das fast schon unangenehm, wenn ich in den Laden gehe und irgendwie dem Verkäufer um Hilfe bitten muss. Einmal so dein erstes NHL-Spiel. Wie war so der Moment oder wann hast du erfahren, dass du am Abend spielst oder am nächsten Tag? Und was ist das dann für ein Moment, rauszukommen? Denn darf man ja, glaube ich, so eine Runde noch fahren als junger Spieler? Zumindest ist es ja heute so. Wie ist das? Ja, das war damals noch nicht so. Aber ich glaube, ich habe es irgendwie 1-2 Tage vorher erfahren. Und da war die Freude natürlich riesig. Aber letztendlich lebt man dann auch nur in dem Moment und muss sich voll auf das Spiel konzentrieren und schauen, dass man einen guten Job macht. Und leider haben wir unser erstes Spiel verloren. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ob du noch weißt, wie es ausgegangen ist. Ich meine, wir haben 5-3 verloren damals, aber Ergebnis bin ich mir nicht 100% sicher, aber wir haben auf jeden Fall verloren. Dann lass uns mal so ein bisschen auf deine Karriere-Highlights. Es gibt ja einige, oder was war so das prägende Element deiner Karriere, wo du sagst, okay, das ist auf jeden Fall in Erinnerung geblieben? Und ja, Silbermedaille bei Olympia 2018. Ich durfte noch als Fahnenträger für Deutschland bei der Abschlussfeier auflaufen und Deutsche Meisterschaft 2003 mit Krefeld, Stanley Cup Finale 2011. Wer waren so die absoluten Highlight-Spieler, die du in deiner Karriere begleitet hast, mit denen du mitgespielt als Mitspieler dabei warst? Welche Stars lernt man da so kennen? Weil du warst ja schon in einigen guten Mannschaften, wo auch namhafte Spieler dabei waren. Ja, da habe ich natürlich eine große Menge an wirklich tollen Spielern, mit denen ich zusammengespielt habe. Sei es Joe Thornton, Rob Blake in San Jose damals, die Sedin-Zwillinge in Vancouver, Jonathan Taves und Patrick Kane in Chicago, Sidney Crosby, Evgeny Malkin in Pittsburgh, Ante Kopitar in L.A. Also da kann man wirklich viele Spieler aufzählen, die es sicherlich in die Hall of Fame schaffen werden. Und es war eine super Zeit auf jeden Fall. Eine Frage noch so, dann kommst du aus Nordamerika hier nach Deutschland, bis quasi aus einer normalen NHL-Mannschaft kommst du nach Deutschland, bist du in Köln quasi der Star der Mannschaft von heute auf morgen. Wie ist das so vom Gefühl? Ist das ein Unterschied? Weil du warst ja auch in den USA schon namhafter Spieler, aber dann so nach Deutschland zurückzukommen und dann zu sagen, okay, ich bin NHL-Star Christian Erhoff und jetzt spiele ich in Köln. Ja, es war natürlich ein komisches Gefühl, aber vor allen Dingen war es wieder eine Umstellung auf ein komplett anderes Eishockey, weil in Deutschland auf der großen Fläche wird halt komplett anders gespielt, das Spiel ist langsamer und ich muss sagen, das amerikanische Eishockey hat letztendlich ein bisschen mehr Spaß gemacht, weil es einfach schneller ist und das Niveau einfach höher war und die besten Spieler der Welt natürlich da spielen. Genau, danke. Ja, dann erzählt doch einfach mal, was ihr so vom heutigen Tag mitgenommen habt. Was hat euch besonders gefallen? Wie war es so mit einem Profisportler mal sich auszutauschen?
ist ja auch schon jemand, den man hier in der Region kennt. Genau. Also ich fand es sehr interessant. Ich fand auch so ein paar Sachen, die man, über die man früher sich Gedanken gemacht hat, ob man zum Beispiel mit der Ernährung oder das Wombband, was er angesprochen hat, darüber hat man sich selber mal Gedanken gemacht, aber jetzt nochmal von ihm auch den Tipp zu bekommen, das auszuprobieren und da rein wirklich Zeit zu investieren, ist schon eine Bestätigung dafür, dass man sich selber mal Gedanken mehr darüber machen sollte, wo man doch noch besser werden kann und dass es nicht nur auf der Platte, sage ich mal, der Sport ist, sondern sehr, sehr viel darum auch drumherum geht. Ja, also ich fand es auch sehr spannend, vor allem auch nochmal so seine ganze Lebensgeschichte einfach nochmal zu erfahren. Also klar, er ist ein Bekannter in Krefeld und also ich kannte ihn jetzt auch, aber halt nicht so seine ganze sportliche Karriere. Und ja, auch was du gerade gemeint hast, vor allem mit dem, dass es nicht nur um das Training an sich vom Sport geht, sondern auch einfach viel, was da nebenbei ist und auch von seinem Privatleben, was da alles mit einspielt einfach in so eine Profikarriere. Also würdet ihr sagen, hat sich gelohnt heute Abend? Ja, auf jeden Fall. Könnt ihr viel mitnehmen? Ja.